gucke dir an. Mahlzeit. Moin. Nun ist es soweit, es ist Calimero-Zeit. Mahlzeit, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der ein oder andere von euch kennt doch bestimmt den Busy Best. Busy Best ist ein Roller-YouTuber, würde ich sagen, der inzwischen aber Motorrad fährt. Also, er hat letztes Jahr einen Motorradführerschein gemacht, auch direkt Einstieg Klasse A. Und fährt jetzt seit letztem Jahr Motorrad und der macht gerade eine Tour von Köln. Der gute Mann kommt aus Köln und er macht jetzt eine Tour zum Bodensee. Und ich stehe mit dem Busy Best über Instagram viel in Kontakt, also wir quatschen viel, Sprachnachrichten und so. Und haben wir gesagt, hey, er fährt ja so oder so quasi direkt bei mir an meiner Haustüre vorbei. Da wäre man ja doof, wenn wir uns nicht mal treffen, wenn man sich ja so gut versteht, ne? Er fährt einfach mit dem Motorrad von Köln zum Bodensee. Also mit dem Auto, laut Navi, ich habe mal geschaut, von Köln bis zu mir sind es 4 Stunden. Überleg mal, wie geil das ist. Du fährst einfach los und bist in 4 Stunden einfach mal von Köln zum Bodensee oder von Köln nach La gefahren. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber mit dem Auto 4 Stunden. Überleg mal, diese Strecke mit dem Roller, da brauchst du den ganzen Tag. Wenn du morgens losfährst, bist du vielleicht abends, wenn es dunkel ist, da. Mit dem Motorrad, bam, 4 Stunden, bist du da, easy. Ich muss sagen, ich bin großer Fan von Köln. Ich weiß nicht warum, aber schon seit ich klein war, wollte ich immer mal nach Köln. Ich glaube wegen TV Total, weil TV Total früher in Köln gedreht wurde. Und in Köln viele so Fernsehstudios sind und so. Ich glaube, deswegen fand ich Köln immer so faszinierend. Und ich lebe ja auf dem Land. Und da finde ich es mega spannend, Großstädte. Ich finde Großstädte mega spannend einfach. Ich würde nie in einer Großstadt leben wollen, so wie Köln oder so. Das wäre mir viel zu groß. Aber ich finde es faszinierend. Also ich war mal in Berlin eine Woche. Und wenn du das nicht kennst, das ist mega faszinierend. Ich bin gespannt, was er sagt, wie für ihn das Ländliche so ist. Ich denke, wenn er in Köln lebt, dann wird er das auch nicht so alle Tage sehen. Vor allem, er hat noch eine richtig geile Strecke vor sich. Von La über die Schwarzwald-Hochstraße zum Bodensee runter ist wunderschön. Wir müssten jetzt aber auch gleich da sein. Wir haben schon gesagt, wenn ich Motorrad habe, machen wir unbedingt mal eine Tour zusammen. Ich wollte so oder so mal mit dem Motorrad eine Tour nach Köln machen. Ich werde euch den Kanal von Busy mal unten verlinken. So, dann müsst ihr es auch gleich hier irgendwo rumstehen. Ich hoffe, er steht auch auf dem Netto-Parkplatz. Mal gucken, ob er hier irgendwo rumsteht, Alter. Aha, da ist er ja. Da ist er ja. Guck ihn dir an. Mahlzeit. Moin. Und wie war die Strecke? War gut. Das ist ja geil. Ja, das ist bombenfest. Ne? Das hat ungefähr 2 Tage gedauert, bis ich das herausgefunden habe, dass das fest ist. Weißt? So Leute, da bin ich wieder. Erstmal in Real Life getroffen. Aber man muss halt sagen, das ist halt schon der Vorteil, wenn man ein Motorrad hat. So, du kannst halt eine Tour machen. Aber ich sag mal so, du bist in 4 Stunden, bist du einfach mal von Köln in den Schwarzwald gefahren. Das mit dem Roller wärst du dann den ganzen Tag unterwegs, ne? Und komplett kaputt. Rücken kaputt, Arsch kaputt, alles kaputt. Und da, ne? Also, ist halt schon cool. Wenn du überlegst, du bist halt einfach schneller unterwegs, ist cool. Du kannst ganz gechillt Landstraßen fahren und dann kannst du sagen, okay, jetzt gehe ich mal 2 Stunden auf die Autobahn, tu mal wieder ein bisschen Kilometer reisen. Da kannst du, wenn du eine Woche unterwegs bist mit dem Motorrad, da kannst du eine ganze Deutschlandtour machen in einer Woche. Und kannst noch irgendwie auch mal einen Tag irgendwo bleiben. So deine 400, 500 Kilometer am Tag machst du locker in ein paar Stündchen.
wenn du da mit dem Motorrad unterwegs bist. Klar, mit dem Auto genauso. Ich wollte schon so lange mal nach Köln fahren, mir einfach mal Köln anschauen, Kölner Dom und sowas. Aber ich habe da keine Lust, 4 Stunden im Auto zu sitzen und einfach nur auf der Autobahn. Übelst langweilig. So, ich bin mal nach Stuttgart gefahren. 150 Kilometer waren das mit dem Auto. Also 150 hin, da habe ich ja die SR50 geholt und dann wieder 150 zurück. 300 Kilometer am Tag mit dem Auto, ne? Ey, das war so langweilig. Weil du siehst halt nichts, ne? Du sitzt halt dann im klimatisierten Auto, spürst keine Luft, also machst halt die Lüftung an. Ja, weiß ich nicht. Das ist... Es gibt auch viele Leute, die mögen das so mit dem Auto einen Roadtrip machen. So, die fahren irgendwie durch ganz Deutschland oder ganz Europa mit dem Auto. Aber ich muss ehrlich sagen, das reizt mich nicht so sehr wie mit dem Motorrad. Also, ne, mit dem Roller ist auch cool. Aber der Vorteil ist halt einfach, mit dem Motorrad kannst du an einem Tag viel weitere Strecken zurücklegen. Du bist an einem Tag im Schwarzwald, am nächsten Tag bist du in Bayern. Am dritten Tag bist du, keine Ahnung, in Leipzig. Am vierten Tag bist du in Berlin. Eine Stunde oder eineinhalb bist du schon in Hamburg. Berlin-Hamburg, so mit dem Auto, Motorrad, glaube ich, so 1,5 Stunden oder sowas. Musst du dir halt überlegen, das ist halt schon cool. Du kannst hier in einer Woche gefühlt alles angucken. Und kannst aber auch dort auch mal 1-2 Nächte verbringen. Ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tour mache irgendwo hin, so zum Bodensee oder was weiß ich was, da will ich dann, ne, wenn du mit dem Roller fährst du den ganzen Tag, bis abends, nachmittags dort. Und dann am nächsten Tag musst du schon wieder auschecken, vormittags, bis um 10 oder so, je nachdem, damit du den nächsten Tag nicht zahlen musst, weil du musst ja dann schon wieder los, weil du bist ja danach wieder den ganzen Tag unterwegs. Also du fährst zwar dann viel, aber du siehst halt vor Ort irgendwie nichts. Das ist halt irgendwie blöd. Deswegen, mit dem Roller kann man sowas auch machen, ja. Aber jetzt, ich sag mal so, oh, keine Ahnung, 200, 300 Kilometer am Tag ist schon heftig mit dem Roller. Also so länger wie 3 Stunden möchte ich eigentlich, oder 3 oder 4 Stunden möchte ich dann nicht unbedingt auf dem Moped sitzen. Er muss jetzt leider relativ zügig wieder weiter. Dass er noch am Campingplatz einen Platz kriegt. Aber wir werden uns morgen höchstwahrscheinlich noch mal treffen. Vielleicht fahren wir da noch eine Runde rum. Zeige ich ihm meine Hut. Es ist halt irgendwie so blamabel, Alter. Wenn einer fährt mit dem Motorrad und einer mit dem Roller, ne? Und der mit dem Motorrad muss dann halt immer kriechen. Damit der Rollerfahrer noch hinterherkommt, keine Ahnung. Das ist irgendwie blöd. Weil hier ist nicht so viel Großstadt. Wenn jetzt hier Großstadt wäre, dann ist es relativ egal, weil da fährst du sowieso 60 maximal. Aber hier ist halt Schwarzwald, hier ist nichts mit Großstadt. Auch ein cooles Motorrad, was der Busy Best hat. Eine Honda CBR 650. Sieht nice aus, muss ich sagen. Sieht nice aus. Mir gefallen nur diese modernen LED-Scheinwerfer nicht, die jetzt ja überall kommen. Also deswegen, die neue Yamaha MT-07, das neue Modell. Katastrophe, Alter. Schönes Motorrad, aber dieser Scheinwerfer, dieses Zyklopenauge, zerstört mir das ganze Motorrad. Also wenn eine MT-07, dann die ältere Version mit dem normalen Scheinwerfer noch. Die, was ich eben auch als Fahrschulmotorrad habe. Die ist cool. Aber so, ich bin kein Freund von LED-Scheinwerfern. Ja gut, wenn sie aussehen wie normale Scheinwerfer. Beim Busy Best sein Motorrad sieht ja auch aus eigentlich wie normaler Scheinwerfer. Aber manche Bikes, viele Bikes haben ja jetzt nur noch diese kleinen Zyklopenaugen da. Och nö. Da fährt nämlich diese Strecke jetzt, wo wir letztes Jahr gefahren sind zum Titisee. Die Strecke fährt er. Gerade bis zum Bodensee runter, und das ist so eine wunderschöne Strecke. Schwarzwald-Hochstraße vorbei, Badeparadies Schwarzwald, da dieses große Freizeitbad. Dann kommt da der Titisee und dann kann man weiter
Schwarzwald-Hochstraße wieder weiter vom Titisee bis zum Bodensee. Das ist eine wunderschöne Gegend dort. Vielleicht habe ich nächstes Jahr auch ein Motorrad und dann kann ich die Strecke nochmal machen, aber mit dem Motorrad dieses Mal. Aber gut, die Strecke macht dir selbst mit dem Roller Spaß. Auch wenn du da halt langsam bist und die Berge irgendwie hochtuckerst. Aber selbst das macht Spaß. Allein die Gegend und der Ausblick, da ist es auch wurscht, egal ob du hier mit 40 km/h den Berg hochdübelst, weil es einfach wunderschön ist. So, du hast die ganze Zeit irgendwas fürs Auge. Naja Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ein bisschen spontan. Aber ich habe gedacht, ich nehme mal die GoPro mit. Vielleicht machen wir morgen noch irgendwas, keine Ahnung. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao. Mad Fuck.